Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Grim Dawn. Wir haben das letzte Mal hier zwei Zauber geskillt, noch ein bisschen mehr, hier die Punkte rausgenommen. Und, wo ist die Karte? Nein, kann ich nur so. Ah, da ist die Karte, genau. Sind hier in eine Höhle gegangen und haben den Anführer der für die Invasion der Untoten auf Davis Crossing aktiv war, getötet. Sind dann hier hoch zum zweiten Riftgate. Hier unten ist das erste Riftgate hier. Und jetzt gehen wir noch kurz hierhin. Hier ist ein Boot mit einer Extrainsel, einer optionalen Insel. Mit diesen Gegnern, die so echsenähnlich sind. So können wir rein. Und die Insel ist so ein Rundgang, also man kann so hier hinten durch wieder um die Insel gehen. Ich bin gestunt. Ja. Irgendwie war ich gestunt. So, aber hier muss ich noch kurz ausrüsten. Feuerschlag. So. Dann gehen wir hier rechts durch. Einmal im gegen den Zeigersinn um die Insel. Ganz viele Schlangen haben wir hier. Ah, hier haben wir einen gelben Gegner, die sind so ein bisschen stärker. Aber kommen eins auf die Nuss, wenn sie mich anschlagen. Werden sie nämlich angegriffen durch meinen, ja, durch diese rachsüchtige Flamme. Na, komm. Boom. Explodier bitte. So, ja, und bald sind wir dann auch Schamane. Ab Level 10 dürfen wir Schamane auswählen. So, und hier kann man dann mal später rein. Ich weiß nicht, wo ich den Schlüssel herbekomme, aber irgendwo wird er schon irgendwo droppen können. So, und Level 8. Sehr schön. Na, noch eine Safe-Holzkette. Ich glaube, wir brauchen drei. Mehr müssen wir nicht einsammeln. Weil die können wir sonst nicht gebrauchen. Ach komm. Essensration. So, wir müssen ein bisschen suchen. Vielleicht haben wir irgendwo den Schlüssel ja hier, ne, irgendwo. Und ich habe es einfach noch nicht entdeckt. Irgendwo muss der Schlüssel doch sein. Also zuerst mal leveln. Auf 10 erhöhen. Jetzt haben wir schon 111 Feuerschaden und 46 physische Schaden. Sehr gut. Und hier sind wir gerade, also Konstitution. So, steht hier irgendwas mit dem Versteck des Schlüssels? Komm, ganz runter. So. Nein, scheinbar nicht. Schade. Energie brauchen wir nicht, lieber Widerstand lassen. So. Tiefenmoorkrieger. Ist hier der Schlüssel drin? Nö. Ich
brauche einen Schlüssel. Ich brauche doch einen Schlüssel. Vielleicht hier irgendwo. Schade. Bekommen wir den erst später. Alles mal durchsuchen. Hier hatten wir noch irgendwas. War das die Falltür? Okay, schade. Hier kommen wir wieder raus. Irgendwo muss doch der Schlüssel sein. Keine Ahnung. Ich habe noch nie einen Schlüssel gefunden. Mist, ich will dort rein. Ich werde mich mal informieren, wo der Schlüssel denn ist. Und dann gehen wir wieder hier hin und machen das auch mal dann. Ah, hier haben wir noch einen Bindelrevolver. Vielleicht hier am Steg, wo kein Boot ist. Nö, auch nicht. Schade. Okay, wenn halt kein Schlüssel da ist, können wir nicht rein. So einen Mist. Gehen wir wieder zurück. Ja, können durch ein Riftgate da rein. Und jetzt können wir hier unten noch reingehen. Nein, noch nicht. Wir brauchen noch einen Schrott. Schade. Wir müssen hier hin und noch einen Schrott suchen, eben nördlich von diesem Burial Hill Friedhof. Finden wir Schrott in diesen Müll-Ding, in diesen Schrotthaufen. Ah, da war ein Ding. Wir müssen kurz neues Game, also neu betreten. Stimmt. Das war noch vom vorigen Part. So, wir müssen die 3 und die 4 wieder drücken, um zu aktivieren. Und dann nochmals hingehen. So, Zombie lassen wir in Ruhe. Gut. Oh, eine riesen Assel. So, danke schön, rachsüchtige Flamme. So. Rachsüchtige Flamme macht für uns die Arbeit. Und ich möchte noch ein Schrott. Ah, da gibt es noch eine Höhle. Prima. Machen wir die Höhle auch gleich mal. Das ist nur eine kleine Höhle, wo uns ein bisschen ja, Items bringt. Starke Gegner drin sind. So. Schrottschläger. Nehme ich mit. Ein Elend. Der heißt Elend. Ein Häufchen Elend. Ein Elend wird zum Häufchen Elend, wenn wir ihn töten. So, Schrott. Und einen von 15 fallenden Soldaten. So. Das haben wir. Jetzt können wir nämlich in die Höhle. Und meine Stimme wird langsam ein bisschen kratzig. Ah, erfrischend. Dazu müssen wir jetzt hier runter. Und die Quest hier abgeben. Damit wir dort rein können. Hast du den Job bekommen? Genügt das? Perfekt, ich werde die Wasserpumpe in kürzester Zeit wieder zum Laufen bringen. Davis Crossing wird wieder reines Wasser zu trinken haben und das ist alles dein Verdienst. Das erste Glas geht auf dich. Freut mich, dass ich helfen konnte. Oh, jetzt haben sie das repariert. Und 53 EP und ein bisschen Schrott bekommen. Nun, die gute Nachricht ist, dass ich die Wasserpumpe wieder zum Laufen gebracht habe. Das einzige Problem ist, dass es nach Abwasser stinkt und besser gesagt 10-mal schlimmer. Also ich habe lange nichts mehr so Verfaultes gerochen. Seit was?
seit ich vor Jahren die Sylph-Höhle gesäubert habe. Das sind abscheuliche Reptilien, haben sich in den Sümpfen und dunklen Höhlen eingenistet. Sie sondern eine ekelhafte Flüssigkeit ins Wasser ab, wodurch es für sie trinkbar wird, aber nahezu tödlich für uns. Ich verwette gutes Eisen darauf, dass dort ein Nest in der Höhle ist, welches Gift in unsere Pumpe leitet. Ich bin zu alt für Höhlenforschung, also musst du runtergehen und das Ding töten. Wie komme ich zu dir Höhlen? Zu der Höhle? Dieser Schlüssel öffnet den Keller im Schuppen hinter mir, rechts von der verfluchten, von dem verfluchten Riftgate. Der Weg führt in die Tiefen des Gefängnisses und sollte dich zur Höhle bringen. Finde die Sylph-Matriarchin, die wahrscheinlich unsere Wasserversorgung verschmutzt, und das Gift sollte sich in der Luft auflösen. Wenn du das tust, werden alle aus Devil's Crossing deinen Namen ehren, mit jedem Glas, das sie trinken. Ich werde mich um die Sylph kümmern. So, sehr schön. Dann können wir hier rein. Hallo? Gut, endlich. So, möchte noch kurz schauen, der Schlägel ist besser. Gut, dann nehmen wir den Schlägel. Ist aber auch langsamer. Nein, ist beides sehr langsam. Okay. Und Peng! Wow! So, solche Geheimgänge sozusagen gibt es sehr oft hier in Grimdawn. Perfekter Smaragd. So, oh, schönes Licht. Hier oben kommen nochmals ein paar. Und jetzt kommen wir hier scheinbar in die unterirdischen Gefängnisareale. Düster. Hier haben wir wieder die Hunden. Blöde Hunde, ihr nervt. So. Noch ein paar Zombies. Und Spinnen. Viele Spinnen. Ah, je. Hier haben wir nichts. Kommen wir nicht drunter, okay. Schön mal reinlaufen. So. Gut, geschafft. Die sind ein bisschen zäh geworden. Hohes Level. Auch 8, ja. Die sind alle auf Stufe 8. Oh. So, den zweiten getötet. Faulende Soldaten. Sie sind viel zu faul geworden, haben sie ein bisschen gefault. Dann sind sie mit einer roten Karte bestraft worden. Und dann zerstückelt von mir. Also die hatten kein schönes Leben. Die armen, verfaulten Soldaten. So, Stufe 9, bald 10. Ah, ich freue mich. Da kämpfen ein paar andere zusammen. Wahrscheinlich Spinnen gegen Zombies. Die sind verfeindet. So, alle mal richtig weghauen mit rachsüchtiger Flamme. Und der andere kann mich nicht treffen durch das Gitter. Oh, die Blitze sind zu groß. Noch mehr. Alles rein in rachsüchtige Flamme. So, und 9 ist ungerade, also Geist. Und jetzt gehen wir zu den Spinnen. Ah, die Zombies haben gewonnen. Da war der Kampf scheinbar, den wir gehört haben. Noch mehr Zombies. Wow, schaut euch den Schaden an. Richtig genial. Zweimal Schaden. Auf einmal. Eine Hautkappe des Arkanisten.
Stark. Super. So, noch mehr Spinnen. Einfach rein in die Gegnermasse, damit sie von Panettis rachsüchtigen Flamme erledigt werden. Ah, das ist gar nicht Panettis. Was war Panettis? Jetzt replizierendes Geschoss. Okay. Blitzschaden machen wir eigentlich nicht. Damit wollen wir das auch nicht ausrüsten. Oh, ganz viel Spänen wieder. Boom. Ah ja, Blitzschaden machen wir nachher mit dem Schamanen. Also aufbewahren, unbedingt. Und die Großaxt mitnehmen. Noch ein paar Handwerksmaterial, also Sockelgegenstände, Materialien. Und mal kurz schauen. Giftwiderstand auf einer Axt? Ne. Keine Chance zu tragen. Das nehme ich nicht. Da könnt ihr mir nicht umstimmen, dass ich das tragen will. Lieber den Knüppel, der starke Knüppel. Boom. Haben wir immer noch 2,5 Reichweite? Ja. Schade. Was haben wir bekommen? Belebender Ledermantel. Naja. Oh, jetzt geht es wieder. Oh, es sieht das schön aus. Ich finde auch die Wettereffekte geil. Es ändert das Wetter plötzlich in einem Gebiet oder. Ja. Immer zufällig. Regnet es mal in einem Gebiet, in einem anderen Gebiet ist Sonnenschein. Dann ist in einem anderen Gebiet, wo Sonnenschein war, regnet es dort und auf der anderen Seite nicht und so. Ein dynamisches Wettersystem in einem Action-Rollenspiel. Wie geil ist das denn? Richtig geil, ja. Noch mehr. Alles töten, alles riedermotzen. Motschen. Motschen. Motsch, motsch. Noch mehr. Boah, ist das verseucht. Ich wusste doch, dass die da sind. Das ist gut, dass die da sind, dann können wir sie stoppen. Schlangenalarm im Keller des Gefängnisses. Weg. Alles einsammeln. Jetzt können wir noch alles einsammeln. Später haben wir dann viel zu viele im Lager. So. Und im Charakterlager werden wir dann nur das Wichtigste für den Charakter lagern. Von den Materialien. Und dann haben wir dann mehr Slots frei. Dort werden wir dann die Sachen, die der Charakter nicht braucht, lagern, um dann es zu mulen. Auf den Muli zu schmeißen. Auf den Muli, also Lastesel sozusagen. Es wäre geil, wenn man einen richtigen Lastesel hat und nicht immer in den Spielen einen Charakter, der man anredet und so. Es wäre so geil. Könnte man einen Skyrim einplanen? Ich will irgendwann mal, wenn ich wieder Zeit finde, mal anfangen zu modden. Und dann darf jeder mitmachen, der will. Und auch die Zeit findet. Und dann ein gigantisch großer, geiler Mod machen. Skyrim zu einem sehr guten Spiel machen. Das es schon ist, aber mir noch nicht reicht natürlich. Es muss noch besser werden. Noch viel besser. Lass mich mal in Ruhe, du Blöder. Das ist nämlich die Anführerin, die Matriarchin. Hauen wir das tot. Das dumme Vieh. So. Oh, das erste Legendary oder Unique. Ich weiß nicht genau, wie man die nennt hier in Grimdan.
Steht das? Ich bin mit der Maustaste drauf und hab's nicht zur Auswahl. Ah, bisschen buggy. So, jetzt. Episch, ja, episch heißt's. Okay, das erste epische Item, der letzte Marsch. Jeder Schritt trägt das Gewicht von tausenden Soldaten, die ihr Leben durch die katholischen Streitkräfte verloren. 80 Rüstung, plus 27 Konstitution, plus 10 Verteidigungsquote, plus 5% Bewegungsgeschwindigkeit, plus 4% physischer Widerstand und plus 26% für langsames Widerstand. Ein Item, das wir recht gut gebrauchen können. Wir brauchen aber mehr Konstitution und mehr Level. Also müssen wir es noch ein bisschen im Item, im Inventar lassen. So, jetzt haben wir eigentlich alles hier, können wir nur noch zurück und dann ist fertig. Und können zurück nach Devil's Crossing. So, wie viel haben wir eigentlich von den Dingen getötet? Faulende Soldaten. 3 von 15. Okay. Irgendwelche Erfolge beim Erledigen der Sylph? Die Leute beten mich schon um Wasser an. Ich weiß nicht, wie oft ich noch sagen kann, es wird eure Eingeweide schmelzen, bevor sie mich einfach überrennen und sie es sich nehmen. Ich habe mich darum gekümmert. Gut gemacht, wenn ich erst einmal das verbliebene vergiftete Wasser ausgepumpt habe, sollten die Quellen sauber genug sein, um aus ihr trinken zu können. Ich werde dafür sorgen, dass die Menschen hier erfahren, was für eine große Hilfe du gewesen bist. Sie werden dankbar dafür sein, trinken zu können, ohne dass sich ihre Eingeweide auflösen. Eine Sache noch, nimm meinen Rucksack, nützlich um Schrott zu verstauen. Oder was immer du sonst noch findest. Ich bin zu alt für den Kram. Ich danke euch, es freut mich, geholfen zu haben. Genau deswegen muss man es auch machen, weil man bekommt ein extra Gepäck über. Yay. Und 100 Ruf. Jetzt haben wir hier ein extra Fenster. Machen wir alles hier rüber. Damit wir es ein bisschen gesondert haben. Machen wir die Sachen zusammen. Und tun es dann in die Kiste rein. Die Lager. Also ja, wir nehmen ins persönliche Gepäck. So, euer Lebenskraftschaden und Geist brauchen wir nicht. Lieber mehr Defensive haben. Und das natürlich nehmen. Ja, der Rest können wir verkaufen. Säurewiderstand und Energieregeneration brauchen wir nicht mehr. Ah, nein, nicht. Kaufen. Ich zu schnell wieder geklickt. Plötzlich etwas gekauft. Zaubergeschwindigkeit brauchen wir auch nicht. Stromschlagschaden brauchen wir nicht. Okay. Gesamtgeschwindigkeit wäre doch toll, aber das ist viel zu teuer. Ein Amulett vielleicht. Blitzschaden? Nö. Warnen wir noch mit dem Zeug. So, mal kurz schauen. Ja, noch ein bisschen haben wir Zeit. Reden wir noch mit ihm. Dem Captain John Bourbon. Gut, du bist zurück. Ich habe nur Gutes von Kasparov und Barnabas gehört. Du bist eine wahre Bereicherung für unsere Gemeinschaft. Vielen Dank. Einer meiner Kundschafter ist mit Neuigkeiten zurückgekehrt, die unseren nächsten Schritt klar machen. Die Untoten versammeln sich zu Scharen im Norden von Burwich Village und überqueren die Sümpfe von Whitemire. Dafür muss es einen Grund geben. Vielleicht steckt dort der Ätherische hinter diesen Angriffen. Aber ohne tiefgründige Untersuchung können wir das nicht mit Sicherheit sagen. Wie kann ich helfen? Du hast dich bisher bereits als einfallsreich bewiesen. Deine Fähigkeit, die Rift Gates für Menschen nutzbar zu machen, könnte ein Wendepunkt für unsere aktuelle Situation sein. Bei all der Aktivität rund um Burwich muss es dort ein Rift Gate geben. Wenn du es einnehmen kannst, könnte uns das eine feste Stellung in der Region ermöglichen. Wie komme ich nach Burwich? Folge der Straße nach Norden durch Whitemire. Wie die Dinge im Augenblick stehen, denke ich, dass du die Straße hinter dir lassen musst, bevor du das Dorf erreichst. Geh mir weiter nach Norden und vielleicht erreichst du dann den Stadtrand von Burwich. Er ist von einer Palisade umgeben. Also musst du deinen Weg hineinfinden. Komm zurück nach Devil's Crossing, wenn du das Riftgate gesichtet hast. Ich bin bereit. Gut, und 150 Ruf noch. Könnten wir mal kurz schauen, was hier. Ja, die Hälfte. Okay. Da können wir es auch noch kurz schauen. Wir müssen freundlich werden hier.
damit wir noch ja, die ersten Sachen hier kaufen können. Und zwar Sliffblut-Tinktur und Steinherzöl. Gibt Bonus und dann kommen wir erst die Ausrüstung über bei Respektiert. Das geht noch einige Zeit, da müssen wir eben Gegner töten und Quests lösen. Und wir nehmen jetzt noch den Schaman. Und hier machen wir eins auf Wildheit und eins auf rohe Gewalt. Rohe Gewalt macht Blitzschaden und physischen Schaden mehr. Braucht aber eine Zweihandwaffe dringend. Das benutzen wir auch. Und hier haben wir so ein Aufladeding als Einschlag mit dem. Eine Ladungsstufe bis 6. Und pro Ladungsstufe bekommen wir zum Beispiel hier Blitzschaden und Blutungsschaden über. Gut. Also hier rein. Und das benutzen wir auch, die Wildheit. Und die andere ist passiv. Also immer mit einer Zweihandwaffe, wenn wir einmal schlagen, machen wir extra 5 Blitzschaden und plus 5% physischer Schaden. Und hier ist gerade wieder, also Konstitution. So. Dann machen wir die Sachen hier rein. So, dann haben wir das erste komplette. Giftschaden. Wollen wir Giftschaden machen? Blitzschaden. Nein, nicht auf einen weißen. Den Blitzschadenstein nehmen wir mit und tun wir dann in die erste bessere Waffe, die wir dann finden, rein. Also eben, nur in Waffen können wir das reintun. Verbessert alle Waffen, Schilde und Nebenhand. Die anderen verbessert es nicht. Also die können wir nicht reintun in die anderen Gegenstände. Und wir haben dann noch Blitznoh. Entfrostet eine Explosion aus Blitzenergie, die alle nahe Feinde verletzt. 4 Meter Radius, 38 Energiekosten. Cool. Dann haben wir noch zwei Gegenstände und so. Meistens poliertes Smaragd eben. Machen wir die kompletten eigentlich am Anfang. So. Den Helm möchte ich gerne noch reinlegen. So, den hier runter und dann hier. Und dann wäre der Part auch schon, ja, bald vorüber. Ja, ich denke, wir beenden jetzt diesen Part und der nächste kommt dann morgen. Dankeschön fürs Schauen. Wir gehen dann eben Richtung Norden, Richtung Burwich Village. Und das ist da oben, Burwich Village. Haben recht viel hier zu machen. Und da gibt es noch ein großes anderes Gebiet hier, wo wir recht viele starke Gegner bekommen. Und dann geht es hier mit dem Akt 2 weiter und den Akt 3 geht hier weiter. Und scheinbar geht es dann hier noch runter, bald, wenn das Spiel dann weiterentwickelt wird. Und hier links kommen wir auch noch. Das ist wahrscheinlich dann Akt 5 und das Akt 4. Akt 6 könnte das sogar sein hier. Und das Akt 5. Ja, mal schauen. Ah, hier oben gibt es auch noch. Okay, da auch noch. Wow. Also, das Spiel wird immer noch entwickelt. Also, das ist richtig genial schon, aber wird immer weiterentwickelt. Das ist so geil. Dankeschön fürs Schauen. Morgen kommt der nächste Part. Auf Wiedersehen. Tschüss.